Wie du dich sinnvoll aufs Studium vorbereiten kannst und von mir auch ein paar Tipps für das Erstsemester. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute mal für alle, die jetzt ihr Abitur schon gemacht haben und bald in ein Studium starten, weil mich einige gefragt haben, hey Leo, wie kann ich mich für ein Studium richtig vorbereiten? Dazu auf jeden Fall auch ein Video, weil es natürlich super wichtig ist, dass man einfach, ja, wenn man diesen nächsten Schritt geht, einfach aufs nächste Level auch kommt, dass man sich da entsprechend vorbereitet. Wobei ich vorneweg gleich mal sagen muss, in meinen Augen ist da eine größere Vorbereitung gar nicht notwendig. Ich persönlich habe mich auf meinem Psychologiestudium jetzt nicht extra vorbereitet, im Sinne von, dass ich davor schon irgendwas gelernt hätte oder so. Aber es kann trotzdem Sinn machen. Also wenn irgendjemand sagt, okay, ich will mich davor schon für mein Studium vorbereiten, würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Und dazu gebe ich euch jetzt eben nochmal vier entscheidende Punkte. Erstens, alles, was von der Uni im Vorhinein schon empfohlen wird, würde ich auch machen. In meinem Fall war es beispielsweise ein Self-Assessment, wo man eben online einfach ein paar Fragen beantwortet hat, um überhaupt zu merken, ist dieser Studiengang überhaupt das Richtige für mich, was quasi eine Grundvoraussetzung war, um überhaupt dieses Studium antreten zu dürfen. Und wenn sowas vorgeschlagen wird, kann ja auch vielleicht schon was Inhaltliches sein an anderen Unis, würde ich das auf jeden Fall machen. Weil die Professoren, die wissen ja, was drankommt und die wissen auch, was Sinn macht, sich davor schon mal anzuschauen. Und wenn es von denen vorgeschlagen wird, würde ich mir das auch gleich anschauen und ich im Prinzip bei der ersten Aufgabe die schon nicht gescheit machen, weil solche Dinge wirken sich schon auch einfach psychologisch bei sich selbst von der inneren Einstellung auch auf das gesamte Semester und schlussendlich auf das gesamte Studium aus. Wenn es für deine Situation relevant ist, würde ich dir auch empfehlen, nochmal extra Schulfächer, also aus der Oberstufe, zu wiederholen, wenn du weißt, okay, darauf baut das Studium genau auf. Also wenn du ins Chemie studierst, würde ich einfach Chemie nochmal wiederholen, wenn du Physik, Physik und so weiter. Aber beispielsweise auch in meinem Fall Psychologie haben ja manche auch als eigenes Fach. Ich halte es nie als eigenes Fach. Aber in meinem Fall hätte es definitiv Sinn gemacht, beispielsweise Mathe zu wiederholen, weil ich im ersten Modul, im zweiten Modul, also im ersten Semester, aber im zweiten Modul, Statistik hatte. Und da war es wirklich so, dass es einfach 1:1 darauf aufgebaut hat. Und wenn man sich das dann nochmal wiederholt hätte, hätte man sich dann während dem Studium vielleicht auch nochmal ein paar Stunden Lernen gespart. Und deswegen, wenn du weißt, wenn es vielleicht auch von den Professoren so geraten wird oder du das aus irgendjemand, der es schon gemacht hat, weißt, dass es auf der aus der Oberstufe auf irgendein paar Fächern aufbaut, schon wiederhole das auf jeden Fall, weil das hast du ja auch vom Abitur nochmal richtig gut drin. Ansonsten macht es natürlich immer Sinn, dein Fach bzw. Themenbereich, dich damit allgemein zu befassen, ob das jetzt Bücher sind, YouTube-Videos, Podcasts, was weiß ich. Es geht ja auch im Prinzip um lebenslanges Lernen. Ich persönlich studiere Psychologie hauptsächlich des Wissens wegen und nicht, weil ich danach einen coolen Titel habe. Und deswegen würde ich mich auch nicht auf das Studium einschränken als die eine Quelle für Informationen für das jeweilige Fach oder für den jeweiligen Themenbereich. Deswegen, wenn du noch nicht anfängst, aber du dich dafür interessierst, dann schau dir doch davor einfach schon alle möglichen Quellen an. Das wird dir vielleicht nicht zwangsläufig zu 100% genau im Studium was bringen, aber trotzdem sind einfach schöne Kontextinformationen, wodurch du dann vielleicht vor allem mehr Spaß und Begeisterung hast, im Studium auch zu lernen. Und jetzt zu guter Letzt das Allerwichtigste. Und das ist nämlich nicht inhaltliche Vorbereitung, die in meinen Augen ja gar nicht so zwangsläufig nötig ist, sondern vor allem Aufbau und Struktur. Was ich damit meine ist, du solltest vor allem verstehen, wie ist dein Studium denn überhaupt aufgebaut, damit du einfach, also ich, mir persönlich ist es total wichtig als visueller Lerner auch und als jemand, der gerne Ordnung hat, einfach zu verstehen, okay, was lerne ich denn wann? Deswegen, ich würde mir gar nicht so konkret auf das Erstsemester mich vorbereiten, sondern mir viel eher überlegen, wie ist mein Studium aufgebaut, was kommt wann, damit du einfach ein bisschen einen Plan hast. Genauso würde ich mich über Prüfungsvorleistungen informieren. Die gibt es beispielsweise an der Fernuni Hagen, wo ich Psychologie studiere. Zu wissen, okay, wann muss ich da was abgeben? Wie funktioniert der Anmeldungsprozess? Melde ich mich zu den Prüfungen ab? An, wann muss ich was bezahlen, wann welche Blätter muss ich noch abgeben, bevor ich starten kann, muss ich sonst irgendwelche Sachen managen. Wenn du an der richtigen Uni, also nicht an der Fernuni, sondern an der richtigen Uni studierst, schau vor allem, dass mit deiner Wohnung alles passt. Einfach den ganzen Rahmen, ich würde mir den Rahmen setzen. Lernen, wirklich das Fach lernen, genau dafür ist ja das Studium da. Und im Vorhinein, finde ich, macht es am meisten Sinn, den Rahmen zu schaffen, damit du dann eben in dieser Zeit dein Studium möglichst gut und auch einfach stressfrei bewältigen kannst. Und deswegen mach da im Vorhinein alles ready, dass du dann durchstarten kannst und dann steht deinem Studiumserfolg auch überhaupt nichts mehr im Weg. Und auch in dieser Hinsicht
Glaube ich, wie man euch. Schreibt mir gerne noch rein, was ihr denn demnächst studiert. Das würde mich eigentlich jetzt mega interessieren, so nach den letzten 2 Monaten. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.